Willkommen zurück zu Yakuza Zero. Das Spiel, wo wir tatsächlich außen mal wieder Kiryu gespielt haben, nachdem wir 20 Folgen. Oi, Kiryu. Was? Was? Also, alle Dings vom Nishikigami sagt mir, ich soll hier loslaufen. Warte mal, ich habe ja seinen Namen aufgeschrieben, er heißt Nishikiyama. Das ist eigentlich sein ganzer Name. Man spricht es wie anders aus, aber nee. Also, kann ich bei mir noch was kaufen? Wahrscheinlich nicht, aber warte, ich hab doch jetzt Kohle und so viel Kohle habe ich gar nicht. Ich habe so ein bisschen Angst, wieder irgendwas zu leveln. Weil ich dann wahrscheinlich bloß wieder. Ich könnte jetzt aber tatsächlich nochmal kurz zum Hafen fahren. Mich stört übrigens sehr, dass es jetzt das Finalkapitel ist. Warte mal, Boost Kiryu's Maximum Health. Also der Lebensmittelbalken wird tatsächlich länger. So, dann müsste ich auf jeden Fall. Also zumindest mit Kiryu kann ich ja wissen noch nebenbei neben Zeug machen. Das ist eigentlich ein bisschen schade, dass gerade mit. Ach, wer bist du denn? Ich würde eigentlich nur zu meinem Real Estate-Geschäft mal gehen. Also sein Name ist Hirasawa übrigens. Oh nein, jetzt geht das wieder los. Das war so schön mit... Och Mann, das ist so dumm. Ach, das ist so dämlich. Oh, der Elektroschocker schritt sich. Du kannst... Das ist es, was ist denn das? Ey, es ist richtig dumm. Ich vermisse hier... Hallo. Was ist denn das für eine Scheiße? Ey, ich kann nichts machen, immer wenn ich aufstehe. Hey, das ist denn das? Das ist total sinnfrei, ist wirklich. Hallo. Was ist denn das für eine dumme Scheiße? Immer wenn er aufsteht, kriege ich einen Elektroschock ins Gesicht. Der liegt wieder auf dem Boden. Jetzt kommt der nie wieder hoch. Was ist... Hallo, Terras. Das ist absolut dumm. Hallo? Hey! Was ist denn das für eine dumme Scheiße? Ich kann wirklich nichts machen! Hallo! Oh, ich bin das auch. Das lief mit Majima halt so gut. Ey, wie dumm ist denn das? Wie dumm ist denn das? Alter! Hä? Hallo? Ey, das ist halt richtig, das ist das Dümmste, was ich jemals gesehen habe, wirklich. Hallo! Mann, was ist denn das für eine dumme Scheiße? Ich sag mal das Gleiche, das ist halt dämlich, ich wiederhole mich, aber das ist halt wirklich das Dümmste, was ich jemals gesehen habe. Das ist, er bewegt sich einen Meter, zack, du wirst den angedreht, kannst nichts mehr machen, bist gestunlockt und bist tot. Das ist doch einfach nur dumm! Wie scheiße ist denn das? Ich hab wohl leider keine... Mann! Ey, ich kann halt nichts machen! Ich fahr hier gleich vom Glauben ab! Das ist doch das ist doch mega dumm! Also genauso gut müssen sich die anderen Typen fühlen, wenn sie von Majima kaputt gemacht werden, aber wie scheiße ist denn das? Alter, das hat zwei Heiltränke gekostet, weil diese komischen Punks mich immer wieder kaputt treten und ich nichts machen kann! Ey, wie enddumm ist denn das? Also viel dümmer geht's nicht, ganz ehrlich. Ey, mir fehlt vor allen Dingen einfach die Reichweite von Majima. Das halte ich mal voll. Oh. Nein, ich komme sofort wieder. Warum heilt er das eigentlich nicht? Oh. Magst du ihn aber? Ja, was anderes ist das doch nicht, oder? Das sieht vor allem so dämlich aus, wie der 2 hier nicht mit diesem Elektroschocker da rumwirkt. Und das funktioniert. Oh doch, das ist eine Frechheit. So, ich wollte eigentlich zu meinem Real Estate Business kommen. Oh.
Weil es ist doch total anstrengend, wenn du jetzt hier von jeder Gruppe von Punks aufgelauert wirst und keine Chance hast gegen die, weil die dich immer sofort zerstören. Mann, weißt du, wer sind denn das für Typen? Push mal. Das ist so dumm! Das ist echt dumm. Warum hält der Typ denn nichts aus? Du bist von jedem Gegner tot. Also, das ist ja schlimmer als Dark Souls. Ja, wirklich? Man hat die keine Waffen bei. Okay. Alter. Ich verstehe es einfach nicht! Du wirst von jedem Drecksfuck-Gegner hier gestunt oder. Guck mal, er liegt nur auf dem Boden. Egal was passiert. Jeder Scheißschlag. Ey, das ist halt echt nicht witzig. Das ist vor allem, das ist so einfach, ne? Das ist halt so dumm. Guck dir das mal an hier. Hallo. Oh, ich habe einen Schlag weggetickt, tatsächlich. Vor allem, wenn ich den guten Kampf sehe, der tatsächlich Schaden macht. Oh. Die Kämpfe machen mit Majima um tausendmal mehr Spaß. Einfach, weil sie halt viel einfacher sind. Aber das ist, wie dumm ist denn das? Weil das ist, seit ich dir das irgendwie einmal zu viel gelevelt habe, sind die so. Wir wissen nicht so richtig, woran es liegt. Habe ich irgendwie was falsch gemacht? Das ist halt total scheiße, oder? Moment mal, fällt gerade was ein. Habe ich durch Zufall. Ich sag nichts mehr. Das ist die scheiß Autobiografie, die es macht. Die macht das Gegner mehr, dich mehr angreifen, dein Zeug zu klauen. Und das sorgt anscheinend dafür, dass das Spiel auf einmal mega Hard-Mode wird. Alter, ist das dumm. Alter. Kann ich jetzt ein bisschen Sarana wieder einlaschen? Nee. Das erklärt so einiges. Ich würde mich jetzt nicht wundern, wenn es jetzt auf einmal wieder tausendmal einfacher wird. Weil diese komischen Punks nicht mehr rumlaufen. Yay, 8000. Na, ja, viel. Oh, Money Battle. Yay. Die Frage ist, ist sein Safety-Influence von Minus besser oder schlechter? Safety hat Level C mit D-Loin. Wenn die Officer Kikuchi hinstelle? Dann hat Safety D, also ist das Yushi ist sogar noch schlechter als Safety. Aber es hat ja auch keiner einen positiven Einfluss. Aber er hat Safety B, das ist ja nicht besser, ne? Also ist Gigushi einfach nur so schlecht oder ist er einfach nur schlecht? Na gut, auf jeden Fall haben wir das auch. Na, den war's mein Telefon. Oh. Nur wegen dieser scheiß Autobiografie.
Daran hätte ich auch in 1000 Jahren nicht dran gedacht, dass es halt ein Equipmentwechsel war, der hier dafür gesorgt hat, dass die Leute mich einmal hauen wollen. Die Wahnsinn. Ich bin mir nicht sicher, ob hier irgendwelche Nebenquests eigentlich offen sind. Ja, wir telefonieren erstmal mit Dings hier. Irgendjemand hat meinen Pager angehört. Ich soll die wohl anrufen. Ist es jetzt Majima oder Sera? Also ich bleibe nur noch die beiden übrig. Ach, Sera. Sotchua. Nikyoren no Sera da. Sera-san? Anata dattan desu ka? Tachibana shachou no koto wa kiita. Dōjima gumi ni yarareta tte na. Ore wa ima, Asia gai no Chin-san no mise ni kite iru. Omae to sashi de hanashi ga shitai. Sugu ni korareru ka? Ich sehe gerade, ich habe 10 Zuschauer. Kann das sein, dass Goku mich gehostet hat und ich habe es nicht gemerkt? Wohl auch nicht. Wenn, war es ein sehr ungünstiger Zeitpunkt, weil ich mich gerade übel aufgeregt habe. Ich sollte wohl Sera in Leisure treffen, na großartig. Bin echt gespannt, ob die nächste Gruppe Punks mich auch wieder komplett auseinander nimmt oder ob es jetzt besser wird. Alter. Das ist halt aber echt dumm, wie die einen die ganze Zeit nur niederschlagen, man nichts machen kann. Ich wüsste doch ehrlich gesagt nicht, wie man das so dauerhaft das Spiel spielen soll. Also, das ist vor allem, wenn du auf einen höheren Schwierigkeitsgrad nimmst du ja viel mehr Schaden, du bist ruckzuck tot. Das stelle ich mir richtig schwer vor. Also hier Yakuza als richtiges Kampfspiel zu spielen, das ist ja Junge. Guck mal, diese Innenräume hier, ne? Durch die Küche durch hier, Hintereingang, hier. Noch ein Hintereingang, komische. Bei diesen Leuchtstoffröhren, die Räusche, muss ich immer an Portal denken. Da war es auch mal, dieses hier, dieses Zzzzt. Da war das auch mal extrem hervorgehoben. Wie ich das hier ausgedacht habe, also wirklich. Inga, geht nicht. Kiryu-san. Anta no kyaku wa atchi da. Guten Tag, Sera. Ach, guck mal, er hat keinen Hinkelstock mehr. Tachibana-san war zannen datta. Saigo ni hitome de mo imouto to awasete yaritakatta na. Anta ga hissi ni tasukeyou to shita koto wa wakatte iru. Asia gai ni sumu chugokujin wo daifyou shite rei wo yu. Arigatou. Yoshite kure. 俺は何もできなかった。礼を言われる資格なんかね。じゃあ、実際に今はパサコ。ゆっくりはしてられません。話ってのは。お前はもうゆっくりしていい。それを伝えに来た。え?牧村誠が 堂島組に撃たれた。な。一応峠は越えたが、まだ危険な状態が続いている。意識不明のままだ。何があったんです。Nochmal ein Flashback, wir waren noch gerade bei. Ach so, gut. Anscheinend nicht. Was ist das eigentlich für Kaffeeofen? Tee. 彼女は目が見えるようになっていた。 少し光を感じる程度だがな。それより幸い堂島組はもう彼女を殺せたものと思っている。早速神室町再開発計画の本格着手に動き出した。しばらく彼女に危険はないだろう。でも真島って男は彼女が生きていると知っているんですよね。信用できるんですか。おそらくな。 あいつはもともと島の命令で牧村誠を殺すように動いていた男だが、今は心底彼女を守ろうとしている。ただ、この先どう動くかはっきりはわからん。それより堂島組だ。若頭補佐の渋沢が堂島組の次期若頭に決まったらしい。
これから実質的に堂島組を動かすのは渋沢になる。やつはこれまで表に出るタイプじゃなかったが、筋を通し耐え忍びながら力を蓄えていた。だが渋沢組は若い組織、久世剣能会や阿波野の太平一家の上に立つには強い力を示す必要がある。となれば真っ先にやるのは旧風間派の徹底的な排除。Der immer so lustige Namen, Thai Association. 特にお前は目の敵にされるぞ。それに殺しの濡れ衣も晴れてない以上、薩摩お前を追ってる。お前はカムロ町を出てしばらく身を隠せ。時間さえ稼げればまだ希望はある。希望？牧村誠の意識が戻れば、空の一坪は日教連が取る。え？そしてそれが風間さんの真の狙いだ。なんだと？あの人は今堂島組の拡大を止められる唯一の対抗勢力として、俺の日教連に白羽の矢を立てた。橘も空の一坪を日教連に渡そうと動いていた。全てはこの俺を堂島総兵に代わる登場会の後身に据えるためだ。それじゃ、おやさんはあなたに登場会を託したってことですか？そういうことになるな。知りませんでした。あなたとおやさんにはそこまでのつながりが。俺もお前ほどじゃないが、風間さんには世話になってきた。俺に極道のイロハを仕込んでくれたのはあの人だ。足を向けては寝られない。キリュウ、お前のことも風間さんからくれぐれもと頼まれてる。殺しの濡れ衣の件もいずれ俺が必ず何とかする。だが今、牧村誠が目を覚ますのを祈るしかないのが現実だ。それじゃもう俺にできることはないってことですか？お前はもう十分やった。お前がいなかったら牧村誠はカムロ町に来る前に消されてたろう。彼女が今なんとか生きてるのもお前のおかげだ。彼女は今どこに？病院からは移動させた。芝浦に停泊してる船にかくまってる。彼女が生きてることが堂島組に知れたらまずいんだな。Das erzählt er einfach so? 芝浦。お前にこのことを伝えたのは俺なりに筋を通したかったからだ。あとは俺たちに任せて、お前は町を出ろ。いいな。Verlässt schon wieder die Stadt. Also, er hat gerade kurz und dann ganz zusammengefasst, dass Kazamas Plan ist. Sein Vater, also Ziehvater, die ganze Zeit schon vor dem Nikio-Konsortium, also den KGB, der Yakuza, zumindest des Togo-Clans, das Grundstück zu geben, und das kriegen die jetzt auch. Und er hat gesagt, dass das halt, wie die Lage gerade ist, dass er jetzt ein bisschen Angst hat. Also, das war quasi vorgesehen, dass Shiabusa da fest vor Ort die Kazama-Jungs Platz machen und dass Kiyo sich da lieber gut verstecken sollte. Tja, da gibt's wohl nicht mehr zu tun. Ich sollte mich mit Nishiki treffen, er sollte irgendwo im Westpark sein. Ich werde ihn letztendlich treffen. Tja. Und das war so mehr oder weniger alles, was er zusammengefasst hat. Das ist halt, wie die Lage ist, hat den Kiyo kurz nochmal alles erklärt, dass das Nikio-Konsortium und Sera quasi die Gegenkraft bilden zu Dojima. Und er stattdessen den Helm in Dings kriegen, so beim Toju-Clan kriegen, also den Kopf. Hat Kazama so Dings. Er hat aber aus einer Schuld geredet, aber da habe ich kurz im Chat geschrieben und habe leider nicht aufgepasst. Und da ich das im Chat geschrieben habe, habe ich wahrscheinlich auch genau darüber geschrieben, wo es stand. Du kannst dich mal nachlesen. Und Kiyo soll sich hier verstecken. Aber er hat immer gesagt, wo Makoto ist. Aus Respekt. Im Tokyo Bay. Ist das nicht genau da, wo wir hinfahren können? Also auf jeden Fall fahre ich da jetzt auch hin, weil ich muss nämlich noch ein Kampftraining machen. Ich habe jetzt auf jeden Fall genug Kohle, um das auch abzuschließen. Aber das schaffe ich eh alles heute nicht mehr, weil wir sind nämlich am Ende des Tages. Nein. So, einen Kampf gucke ich mir noch an, ob das jetzt, ob die Men in Black jetzt immer noch so brutal sind, ob die jetzt wieder besiegbar sind. Lol. Jetzt sind es aber nur drei. Hä? What?
Das ist wirklich dieses eine Item, das ist diese dumme Autobiografie, die komplett dafür sorgt, dass alle Gegner mega scheiße sind. Das ist aber lächerlich. Oh Mann, ey. Das ist richtig lächerlich. Muss man ganz ehrlich sagen. Also das ist brutal. Also nur diese Autobiografie ist quasi der Fies der komische Drache Dark Souls. Der dafür sorgt, dass man wie einen doppelten Schaden oder Lebenspunkte hat, wie auch immer. Also genauso ist die Autobiografie nur schlimmer. So, naja, die sind auf jeden Fall. Ach guck mal, erst Mr. Libido ist mal wieder da. Hey, wie geht's dir heute? Ich bin nicht du. Also ich bin nicht andauernd daran nötig, dass ich irgendwie Entlastung brauche. Tja, sieht aus, als hättest du eine gute Sammlung an Telefonkarten zusammen gemacht. Ich wette, du kennst jedes Mädchen in Kabotoro mittlerweile, nicht? Wer weiß. Ich denke mal, ich habe einen getroffen. Okay. Zeit für mich, dass ich dir meine tolle Sammlung hier zeige. Wow, das ist ein ziemlich heißes Zeug. Du kannst den Fotografen sagen, dass er es ziemlich gut kriegt. Ja, ich glaube, dass es mehr zur Vorstellung zu lassen ist besser. Ja, Vorstellung ist alles. Nichts kriegt mich mehr zum Laufen, als ein bisschen meine Fantasie spielen zu lassen. Als ich ein Kind war, konnte ich gerade so Badeanzug-Models sehen, aber heutzutage ziehen sie sich ja schon im normalen Fernsehen aus. Ja, das ist nicht mehr so spannend, wenn es einfach da ist. Es ist besser, wenn es so erscheint, als wäre es knapp außerhalb der Reichweite. Gut gesagt. Du musst den Job oder die Arbeit mit deiner Vorstellung zu Ende machen. Ich denke, es ist die Zeit gekommen, dass ich aufhöre, mich ein bisschen an Telefonkarten zu ergötzen und mich mit meinem Kopf beschäftige. Das könnte immer noch schwierig sein, sich über was zu konzentrieren, wenn man nichts hat, was man angucken kann. Warte, ich sehe es! Ich sehe es alles! Huh? Ah! Oh! Oh! Danke, dass du mir das gezeigt hast. Aber ich habe dir gar nichts gezeigt und du hast deine Augen. Und hattest du nicht deine Augen geschlossen? Was du gesagt hast, hat mich zum Nachdenken gebracht. Ich wette, ich könnte das mit 5-mal tun, nur mit meiner Vorstellung. Ja, schön, dass ich helfen konnte. Ich freue mich darauf zu sehen, was passiert, wenn es passiert. Wenn ich das echte Ding jetzt sehe. Zeit zum nächsten Ort zu sehen. Wir sehen uns. So viel zum Thema nicht ernstzunehmende Nebenstorys. Das ist Mr. Libido. Den gibt's auch in einer anderen Stadt. Ja. Ich glaube, wir haben wirklich alle Nebenquests erschöpft, habe ich das Gefühl. Die Hauptstory ist übrigens auch relativ lang geworden jetzt. Ist mir so aufgefallen. Nur außer des Dings hier. Ich meine, ich könnte jetzt noch dreimal rumrennen und Nebenstory suchen. Aber egal, machen wir jetzt aber nicht. Sprechen ab und sehen uns beim nächsten Mal wieder. Wenn es damit heißt, Yakuza Zero, ich mich mächtig aufrege, wenn ich wieder die dumme Autobiografie des Todes anlege.